Como 4.0 ist im Endeffekt eine Initiative des Landes. Es ist eine digitale Stadthilfe, ich sag's mal so rum, um Kommunen in das Zeitalter der Digitalisierung zu führen. Und deswegen sind wir besonders dankbar, dass das Land Baden-Württemberg hier Mittel bereitstellt, um uns Kommunen diesen Start A zu erleichtern, B aber auch jungen Startups dementsprechend die Möglichkeit und Chance gibt, ihre Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Im Como-Projekt sind wir der Technologiepartner und die Stadt Hockenheim ist der Projektleiter. Mit dem Vialytics-System hat die Stadt Hockenheim jetzt die Möglichkeit, ihren Straßenzustand und all die Daten um den Straßenraum stetig aktuell zu halten, um dann eben auch präventiv und proaktiv zu handeln. Welche Straße ist am schlimmsten? Welche muss als erstes saniert werden? Das sagt uns Vialytics und deswegen sind wir mit diesem Programm auch so hoch zufrieden. Der Bauhof ist ja ohnehin stetig unterwegs und wenn Sie draußen unterwegs sind, können Sie das Vialytics-Smartphone hinter die Windschutzscheibe installieren und dann alle 4 Meter wird ein Bild mit der Vialytics-App aufgenommen. Im Hintergrund läuft dann die künstliche Intelligenz. Die wertet die Straßenschäden automatisiert aus. Vialytics hat den großen Vorteil, dass starke Schäden gleich mit einem Ausrufezeichen digital angezeigt werden. Und diese Schäden werden 1-2 Tage nach Feststellung des Schadens sofort vom Bauhof dann in einer Schnellmaßnahme umgesetzt. Die Kommunen sind ja alle unterschiedlich und so konnten wir dann feststellen, dass manche Kommunen wirklich im Vergleich zu den anderen einen sehr guten Straßenzustand haben, andere jedoch nicht ganz so gut dastehen. Und was alle gemeinsam haben, ist jetzt endlich mal eine objektive, sachliche Grundlage auf Basis von Daten zu haben, um dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen.